Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Risen 3, wo wir jetzt am Strand den Verräter suchen werden. Den Truthahn muss ich gerade nicht bekämpfen. Da werden wir uns einfach nur ein bisschen Fleisch rausholen. Los, schlitzen wir ein paar Kugeln auf. Na? Läuft. So, das war's. Ob sich der Verräter hier irgendwo versteckt, muss man halt mal gucken, ne? Ich glaube, das Schiff von der Inquisition hier werde ich nicht einfach klauen können. Jetzt schlage ich ein paar Schädel ein. Okay, muss noch nicht mal nachladen. Na, komm hier hoch. Ein Goldklee. Ja, okay. Genug geklettert. Achtung, jetzt komme ich. Na komm her, Sandteufel. Kam da hinten jetzt noch ein Sandteufel? Ja. Erledigt. Los, schlitzen wir ein paar Kehlen auf. Du musst gar nicht ein paar Kehlen aufschlitzen, du musst nur den aufschlitzen. Die Krabbe wirst du aber allein hinkriegen, oder Bones? Ach, du schwächelst da schon, ne? Ein Zieh weniger. So, hier gibt's eine Höhle. Und wieder ein Teleporterstein. Wenn ich die Insel verlasse, habe ich irgendwie 80 Millionen Teleportersteine. BBBB. Trank der Magie. Verbrauchsgegenstand. Papageienflug, schleichender Tod. Wieder Schriftrolle. Ich bin kein Goldschmied. Von Voodoo verstehe ich nichts. Leider. Beziehungsweise, wir haben uns ja dafür entschieden, kein Voodoo zu machen. Beziehungsweise ich habe entschieden, wir machen keinen Voodoo. Dann gucken wir auch mal in die andere Richtung vom Strand. Weil da ist auch noch eine Höhle. Kann natürlich sein, dass er da reingegangen ist. Würde halt wieder gut zum Spiel passen. Suche den Deserteur. Gehe um die Ecke. Da ist das der Deserteur. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Was für ein Timing, ne? Ich war noch so cool. Ich habe einfach direkt die Waffe schon weggesteckt. Obwohl er da noch stand.
Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Gut so. So. Mal gucken, was in der Höhle ist dann. Zum Beispiel haben wir hier schon mal einen Jaguar. Boah, ich könnte immer von den Raubkatzen die Bewegungsanimation. Keine Ahnung, aus welcher Hölle die kommen. Ich kann es nicht häufig genug sagen. Das ist einfach nur lächerlich an der Stelle. Achso, da ist der Durchgang zur Stadt nach oben. Da bringt uns das erstmal an der Stelle nichts. Dann geht's weiter unten lang. Da vorne ist übrigens ein Feuer, das sehe ich schon von hier aus. Hey, lass mir auch noch was übrig. Wenn du kommst, kriegst du auch noch was. So, jetzt kriegst du erst richtig einen auf den Deckel. Gibt's noch einen Bones? Ich höre gar keine Schwerter von dem. Ich sehe auch keine Heilung von dem. Ah, er hat den Kampf abgebrochen. Schlitzen wir ein paar Kehlen auf. Jetzt wollte ich Proviant essen. Und hab stattdessen natürlich die Waffe weggesteckt. Oh, Scheiße, das sieht schmerzhaft aus. Tut auch weh. Es tut auch einfach nur weh. Aus deiner Haut da. Komm, ich bitte um den Sandkrabbler. Ach. Dann greif halt mit mir die Riesenkrabbe an. Aber dann töte sie jetzt auch direkt auf einmal. Lass das, ich sammle noch. Puh, ich muss sagen, es ist ziemlich warm. Das passt heute, das Wetter, richtig gut zur Aufnahme. Und das Schlimme ist immer, wenn man dann aufnimmt, muss man ja die Fenster schließen, weil sonst hat man ja die Geräusche von draußen mit drin. Reicht ja schon, dass ich mich im Moment so ein bisschen mit Echo anhören muss, weil ja durch die Umstellung im Raum ist die Aufnahme nicht mehr optimal. Weil der Raum einfach zu leer ist. Also nichts hält den Schall auf und deshalb heilt das so ein bisschen hier durch. Titi. Ich würde sagen, du bist hey, der was willst du? Dieb. Und du bist? Ich bin Horas, Wächter im Auftrag der Magier. Zurzeit verstecke ich mich vor der Inquisition. Was glaubst du, hat die Inquisition vor? Nun, die Soldaten hier wollen sich bestimmt nicht mit uns Wächtern verbünden. Sie planen einen Angriff gegen die Magier? Selbst wenn sie unsere Insel finden, mit ihren Musketen haben sie keine Chance gegen die Kristallmagie. Allein, dass sie es versuchen könnten, ist beunruhigend. Genau deshalb muss ich zurück nach Taranis. Wie kann ich dir helfen? Ich muss so schnell wie möglich weg von hier. Ich muss meine Beute nach Taranis bringen. Die du hier gestohlen hast. Und wenn schon, die Magier müssen erfahren, was hier los ist. Gut, ich nehme dich mit. Mein Kahn liegt in einer kleinen Bucht in der Nähe der Mangroven. Die Mangroven? Da habe ich mich ein paar Tage lang versteckt. Das finde ich schon. Ach ja, und noch was. Danke. Tja, kein Problem. Der Typ hat eh den Schuss nicht gehört. Also warum sollte ich nicht die Leute mitnehmen?
die von ihm verfolgt werden. Da war ein Rezept für Schmerztöter drin. Das mit dem Buch kann ich nichts anfangen. Ist ja toll. So, darunter sollte nichts sein. Wo hatten wir den denn nochmal gesehen? Okay, das ist der Deserteur, der da vorne sitzt. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Macht nichts. Plus 2 auf List. Na, ja, wie ich mit denen so hantiere, bringt das nichts. Da kann ich lieber die ganzen Sachen immer behalten. Ach, ist so still. Und es ist bestimmt ein Predator auf den Fersen. Predator, ahoi. Tut mir leid, ich muss dich töten. Ich soll dich von Sebastiano grüßen. Oh, ich schätze, jetzt bin ich wirklich im Arsch. Nein, bleib locker. Ich soll locker bleiben? Klar, gib mir einfach 200 Gold und ich sage Sebastiano, dass die Sache geregelt ist. Das würdest du für mich tun? Wenn du mich das nochmal fragst, überlege ich es mir vielleicht nochmal. Ist ja gut, hier ist dein Gold. Danke. Ich halte die Stellung. So, bum 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 bum. Haben wir noch irgendwas hier in der Ecke? Ja, wir gehen mal den Schatz holen. Dann müssen wir hier links hoch in das Gebiet von den Untoten, beziehungsweise von den Schatten. Für mich sind das einfach nur Untote. Auch wenn sie einfach nur Schatten genannt werden. Ach, wundervoll. Guck mal, was da hinten rumläuft. Danke. Verdammte Schatten! Bam. Na komm. Das tat weh. Den Dicken holen wir uns gleich. Hey, lass mir auch noch was übrig. Den Rest wollen wir mal mit dem Schwert machen. Meine Güte. Greif mich doch mal über die ganze Karte an, ey. So. Ach, immun gegen Schüsse ist der. Danke bei uns für deine tatkräftige Unterstützung, die du gerade durchführst. Oh,
Oder auch nicht. Ja. Aber sehr schön, dass der meine Fernkampfangriffe einfach so abwehren konnte. Was man nicht alles tut für so einen kleinen Schatz, der irgendwo hier rumliegen soll. Hab was gehört? Hier kam direkt von links so ein Gejammer. Also direkt aus der Wand hat sie das angehört. So, das war's. Erstmal, das war's erstmal bei uns. Es gibt noch genug Schattenwesen hier. Los, schlitzen wir ein paar Kehlen auf. Oh, Vorsicht, der Ghoul. Komm. Zeig was mit deinem Schwert drauf, was. Ah! Munitionsverschwendung. Haben wir dich. Und ich hab die und ich bin ein Schattentöter. Da vorne haben wir Magiekristall und da oben ist irgendwie ein Kokon, habe ich gesehen. Von hier unten schon. Genau, ich würde mal sagen, hier gibt es definitiv Spinnen. Aua! Gerade geschlüpft und schon aggressiv. So, da ist das nächste Ei. Ich hasse Insekten. Ich glaube aber, sonst ist hier nichts, oder? Ah, doch. Das ist aber ein bisschen versteckt, oder? Hier passe ich nicht durch, aber hier passt ein Affe durch. Der hier unten auch nichts anderes findet als den Ausgang. Ja. Tja, schade. Oh, cool. Hier gibt's noch Jade. Dann waren wir hier deshalb hier drin. Sehr, sehr schön. Spitzhacke, Diebeskraut, eine Piratenpistole. Und eine Ecke, die mir nichts bringt. Dann können wir schon hier raus. Das war jetzt aber nicht der Schatz. Das war einfach nur
Eine Jadeader. Den Schatz hatten wir jetzt ein bisschen weiter. Genau, wir müssen da erst hier außen rum. Dann kommt ein Haus. Sollte jedenfalls ein Haus kommen nach Karte. Da ist das schöne Ding. Hör, hier leben Menschen. Mitten im Nirgendwo. Da vorne ist die Schatzstelle. Ein X markiert die Stelle. Es ist bestimmt ein T-Shirt drin. Komm, komm, komm. Das ging schnell. Sehr gut. Mal sehen, was drin ist. Der letzte Schatz, den wir gehoben haben, ist schon eine ganze Ecke her. Buddler. Der Schatz im Hinterland von Bauplan für Saphir-Ohrring. Silberzunge und Einschüchtern. Sehr gut, danke. Oh, schön, ich hänge einfach. Doofe Ecke. Ich will dich doch nur töten. Stell dich doch nicht so an. Der Tod ist auch nur eine weitere Phase des Lebens. Verflucht. Die Zuckerrohrfelder sind abgebrannt. Das ist der Sargnagel für diese Insel. Ohne Rum versinkt sie in der Bedeutungslosigkeit. Tja, so kann man es nennen. Ich denke mal, die Feuervögel sind dran schuld. Boah, echt, ey. Gehen wir mal ein bisschen rum. Komm, mach den dritten Angriff. Oder auch nicht. Die Feuervögel wirken auch ein bisschen unbegeistert von meinen Schlägen. Unbegeistert. Das ging schnell. Es ist entschieden. Beziehungsweise wirkt nicht so, als wenn die Angst vor uns hätten. Ich höre irgendwas schlafen. Bim, bim, bim. Offen. So, dann wollen wir mal mit euch reden. Osorio, dein Gesicht kommt mir sehr bekannt vor. Verschwinde, haben sie gesagt. Und der gute Osorio verschwindet auch noch. Selbst dran schuld. Ach, halt doch die Klappe. Wer hat dir denn in die Suppe gespuckt? Wer mir? Diese ganze Insel. Ich sollte jetzt eigentlich in der Küche von Puerto Sacarico sitzen. Was ist denn überhaupt los? Das ist doch... Die ganze Welt geht den Bach runter und du fragst mich, was los ist. Nur falls es dir entgangen ist. Ich sitze hier mitten in der Pampa. Und die feinen Herren Soldaten sitzen da oben in meiner Küche. Was macht ein Koch bitte ohne seine Küche? Sich einen neuen Beruf suchen? Du, ich sage dir, treib es nicht zu weit. Was ist mit der Plantage passiert? Na, wonach sieht's denn aus? Die Schatten haben hier gewütet wie eine Herde Warzenschweine und haben sich dann urplötzlich wieder aus dem Staub gemacht. Von dem Zuckerrohr ist so gut wie nichts mehr übrig. Dann gibt es also auch keinen Rum mehr? Goldrichtig, Junge. Es gibt nichts mehr bis auf meinen eigenen kleinen Privatvorrat. Du hast doch sicher ein paar Buddeln Rum für mich übrig. Ich sagte, das ist mein eigener Privatvorrat.
Wie kommst du darauf, dass ich teile? Du kannst das doch unmöglich alles saufen. Naja, wenn ich einen guten Tag habe, trinke ich schon die eine oder andere Buddel leer. Aber, ich will mal nicht so sein. Hier, mehr gibt's nur gegen Gold. Klar. Warum gehst du nicht zurück in deine Küche? Oh, welch wunderbarer Vorschlag. Dir ist wohl nicht klar, dass die mich da oben wie einen Truthahn rupfen würden. Zivilisten dürfen sich nicht mehr in Puerto Sacarico aufhalten. Bei denen ist so dicke Luft, da ist mir der Rauch auf der Plantage 100-mal lieber. Was hält dich hier noch auf Tacarigua? Wehe, du fängst jetzt an zu lachen, aber... Naja, als die anderen mit dem Schiff abgehauen sind, habe ich gepennt. Als Koch hat man halt einen anderen Schlafrhythmus. Tja, und jetzt sitze ich hier mit den Eingeborenen. Immerhin bist du nicht allein. Ja, toll. Die verstehen doch kaum ein Wort. Brauchst du Hilfe? Da brat mir einer einen Storch. Du bietest mir Hilfe an? Es gibt da tatsächlich eine Kleinigkeit, die du für mich tun könntest. Die wäre? Naja, vor kurzem hat mich ein Vogel in der Nacht bestohlen. Kam einfach vom Berg runter geflattert und hat sich meinen Goldbeutel gekrallt. Was für ein Vogel war das? Ja, was weiß ich denn? Ein Vogel eben. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es kein Suppenhuhn war. Also pass auf. Bring du mir meinen Goldbeutel wieder und ich überlege mir eine Belohnung. Sag mir nur Bescheid, wenn du dich auf die Suche machst. In welche Richtung? In welche Richtung ist der Vogel verschwunden? Genau. Das Vieh ist geradewegs zur Bergspitze im Süden geflattert. Welcher Berg genau? Na, der östlich von Puerto Sacarico. Du findest sicher ein paar Lianen, an denen du dich hochhangeln kannst. Abgemacht. Ich werde deinen Goldbeutel zurückbringen. Ich nehme dich beim Wort, Junge. Viel Glück. Was ist an deinem Goldbeutel denn so besonders? Gar nichts. Aber wenn ich meinen Arsch mal von der Insel schaffen will, ist ein wenig Startkapital nie verkehrt. Macht Sinn. Was? Sieh dich. So, was hast du denn? Krabbenstecher, super. Ein Seidenhemd. Ein Trank des Diebes. Schrot und Kugeln. Die können wir kaufen für ein Gold. So. Denk gar nicht daran, dir die Taschen zu füllen. Kapuscheku? Ich will mir auch nicht die Taschen füllen. Ich dachte, vielleicht kann ich mit dem... Uno Palava Gucho. Genau, Uno Palava Gucho. Uno Chaka, Uno... Alles klar, habe ich genau verstanden. Ja, dann gucken wir mal nächstes Mal, ob wir seinen Geldbeutel besorgen können. Den Schatz haben wir auf jeden Fall gehoben, erstmal hier in der Ecke. Und ja, es gibt bestimmt noch einiges zu tun. Aber bis dahin, erstmal ciao und bis zum nächsten Mal, euer Doc. Haben wir noch was zum Braten? Ich habe kein Fleisch zum Braten. Ich auch nicht.